Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Der Tisch ist immer noch nicht da, aber was da ist, ist diese Box, und zwar von YuYu, die Bling Bling Box. Die habe ich auf Amazon ganz normal vorbestellt, habe jetzt geguckt, die gibt es da was in der Woche. Also die wurde mir zugeschickt, ich habe jetzt gerade mal ein paar Kontaktleute angefragt, ich weiß nicht, wer sie mir geschickt hat. Jedenfalls danke für die Box, ich will jetzt nicht warten, bis ich weiß, wer sie mir geschickt hat, ich will es jetzt erstmal vorstellen. Ja, das Release ist eigentlich erst in der Woche, also am 14. Heute ist ja der 7. Danke dafür, auf jeden Fall. Die Box kostet jetzt, wenn man sie vorbestellen möchte, 54,99 €. Link ist in der Beschreibung, Link zum Messer und zum MP3-Download dieses Albums ebenfalls, beziehungsweise zu den Vorbestellungen. Schön auf jeden Fall, wenn man die Box eine Woche eher hat, dann kann man sie wenigstens noch kaufen. Ihr wisst schon, was ich meine. Ist immer schade, wenn man die Boxen vorstellt und dann gibt es sie gar nicht mehr. Okay, ist auf jeden Fall teuer. 54 €? Wow. Die Matrix-Box hat einen Fuffi gekostet. Die war aber auch richtig geil immer wieder. Wobei es auch Geschmackssache ist. Gucken wir mal jetzt hier rein. Also ich bin nie Fan von Sixten gewesen und die beiden Künstlerinnen an sich, denen kann ich auch nicht viel abgewinnen. Aber ich weiß, wenn ich mich so erinnere, die haben eigentlich immer ziemlich geile Boxen gemacht. Mal gucken, wie das jetzt hier aussieht. Ach, sie ist von Universal. Ja, vielleicht ging es auf deren Nacken. Ja, danke auf jeden Fall. Grüße gehen raus hier an die Abteilung. So, die Box ist ziemlich groß. So Schallplattengröße würde ich mal das beschreiben. Ja, sieht auf jeden Fall krass aus hier. Ich werde das mit der Kamera schlecht zeigen können, aber ich gehe mal näher ran. Wir haben hier, ihr müsst euch das so vorstellen wie in der Schule, wenn man so Kleber drauf gemacht hat und ein Glitzer. Nur halt hochwertiger. Sieht schon nicht schlecht aus. Also Bling, so die Schrift, YuYu, das Skorpion unten, das Bling und halt dieser Hintergrund hier, dieser Streifen, ist alles so gemacht. Ist auf jeden Fall eine feine Sache. Sieht geil aus. Gefällt mir. Ist auf jeden Fall bestimmt kostspielig. Okay. Also ich meine jetzt nicht, dass es mir persönlich gefällt, dass die Glitzer, sondern mir gefällt es, dass es so gemacht wurde. Passt ja auch zum Künstler. Man muss ja immer jeden so bewerten, wie ich mir denke, dass die Fans das wollen. So ist nicht so einfach, sich immer in die Lage zu versetzen, aber anders geht's nicht. Wenn ich alles nach meinen persönlichen Vorstellungen bewerten würde, ja, dann wäre das natürlich für mich jetzt nichts. Okay, was haben wir hier? YuYu Pfirsich Eau de Toilette Parfüm. Da will ich mal dran schnuppern. Also ich kann mich immer nur wiederholen, das Parfüm von Flair damals, das Vibe Om, benutze ich selbst immer noch. Geil, also das ist eine feine Sache gewesen. Na gut, das riecht jetzt hier wie jedes 0815 Parfüm, was irgendwelche Weiber im DM sich unter ihre Speckarme schmieren. Ja, aber geht, kann man riechen. Riecht halt nach Mädel, riecht angenehm. Ja, aber ist halt nur so ein kleines Teil. Gut. Okay, Shirin David, die hat ja so einen Douglas-Stil jetzt oder so. Ach, krank. Nee, ich hoffe, das wird mal gesoffen von den Fans. So, guckt euch das an, das ist ein Autogramm. Rückseite ist unbedruckt. Sehr schön. Ja, haben eine Aufnahme ihres Gesichtes und das Ganze wurde unterschrieben. Ansehnlich durchaus. Also Autogramm ist da. Das freut mich. Wir gehen jetzt einfach mal der Reihe nach. Und zwar machen wir jetzt erstmal das Album. Ist ja auch eigentlich scheißegal, in welcher Reihenfolge ich das hier zeige, das Zeug. So. Okay. So, das Ganze ist ziemlich fett gemacht. Also das Design findet man selten. So eine Oldschool-Aufmachung. Okay. So, zum Aufklappen. Also ja, Cover kennen wir ja schon von der Box. Dann die 12 Tracks hinten aufgelistet. Henning, Mai und Xavier Naidoo sind die einzigen Features. Interessant. Okay. Warum ist Nura nicht drauf? Schade. Okay, hier haben wir sie. Ja, die gute Frau präsentiert sich hier. Und wir haben die Songtexte. Das bin ich. Songtext, ja, das bin auch ich. Wie ich nachts alleine auf der Straße warte, bis mich jemand mal deftig von hinten nimmt. Jo, schön. Also, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, aber ganz nett gestaltet. Ordentliche Fotos, gute Qualität, Texte dazu. Finde ich gut. So muss ein Booklet sein. Vorbildlich auf jeden Fall. Schön und eine Danksagung sogar noch. Geiles Booklet. Also wirklich Booklet. Top.
So muss das. Ist ein bisschen oldschool gemacht hier, finde ich auch. Also die Aufmachung des Ganzen. Weil auch zwei CDs hier drin sind. Das findet man wirklich kaum mehr so. Hier haben wir so eine klassische, komplett silberne CD. Guck mal hier, die sieht von oben und unten gleich aus. Nichts Besonderes, aber finde ich ganz cool. Album halt. Und die Instrumentals sind hier direkt mit drin. Das gefällt mir. Schön. Mal was anderes im CD-Regal. So, dann... Junge, ist auch wirklich viel. Gut, warte mal, die drei Sachen hier, die gucken wir uns am Ende an. Lass mal gucken, was hier drin ist. Ach Junge, das ist ja wirklich eine Schallplatte. Ich habe mir das schon gedacht, weil die Box halt genau das, die Größe hat. Also wir haben hier eine Schallplatte drin, die lasse ich jetzt aber original verpackt, weil die werde ich eh niemals hören. Seite A und B, da haben wir das Album sozusagen auf Vinyl. So nennt man es ja heutzutage, Vinyl. Früher hieß es mal Schallplatte. Ja, okay, das finde ich ganz cool auf jeden Fall. Das erklärt auch den Preis. Weil sonst könnte man den jetzt schwer rechtfertigen. Wir haben hier einen Stickerbogen mit 3 und 7 Stickern. Also 7 ordentliche Sticker. Finde ich auch geil. Sehr schön. Okay, auf den Poster wird verzichtet. Das finde ich auch gut. Gucken wir uns mal die Sachen an. Also wir haben T-Shirt und Bauchtasche. Das ziehe ich dann beides mal an. Ich hoffe, das ist auch in L, was ich aber nicht glaube. Okay. Was haben wir denn hier, Alter? Das ist eine Flagge. Okay, ich mache die Kamera erstmal hoch hier, damit wir das alles in voller Pracht sehen können. Okay, so Leute, hier, Alter, okay, das ist Lebensgröße, also ist lebensecht von der Größe her. Das ist geil, also vergleichsweise finde ich das gar nicht mal so schlecht. Sowas habe ich noch nie in der Box gesehen, also vom Material her vor allem. Das ist kein klassischer Flaggenstoff, das ist so richtig dickes Zeug mit den Schlaufen hier. Ja, wie man das jetzt nennt, weiß ich nicht. Ist so eine Art Posterflagge in dem Format. Mit einer lebensgroßen Abbildung. Ja, wenn man weiß, was man damit machen will oder wenn man den Platz zum Aufhängen hat, ist das eigentlich schon eine geile Sache. Nicht schlecht. Auf jeden Fall eine krassere Angelegenheit als irgendein Poster, was jetzt hier durch seine Knicke wieder halb kaputt ist oder so. Wie man es leider oft sieht. Okay, packen wir das mal wieder ein. Hat auf jeden Fall eine große Größe. Ist Körper A0, wenn ich nicht irre. Sieht man nur selten hochkant. Sonst hat man es ja immer nur waagerecht, wenn es das als Poster gibt. Okay, das ist auch nicht schlecht. Also interessant, das Ganze. Gut, dann gucken wir uns das nächste Mal die Tasche an. Die ist aus einem... Also im Stoff, der halt komplett reflektiert. Ich hoffe, das ist im Fokus. Ja, geht schon. Das ist halt so ein Stoff, der komplett reflektiert. Also ist jetzt in. Ich habe auch ein paar Klamotten von Stoll Island. Da ist sowas auf dem Ärmel drauf. Gefällt mir eigentlich, sieht cool aus. Oh, ist nett. Also wenn man das hier mit Licht anstrahlt im Dunkeln, dann reflektiert es halt. Aber ist auch gar nicht mal so minderwertig gemacht. Ganz im Gegenteil, wir haben sogar dieses Skorpion auf dem... Hier habe ich mich verletzt, sorry, es sieht ein bisschen schlimm aus. Das Skorpion hier auf dem Reißverschluss sieht hochwertig und gut aus, finde ich echt nicht schlecht. Hier steht nochmal Juju, Skorpion hier vorne, innen dieses Monogrammmuster, wie man das nennt, mit den Skorpionen. Auf der Rückseite haben wir einen Reißverschluss. Die Reißverschlüsse sind auch hochwertig, hier ist auch das Muster drin. Ja, also die Tasche ist top. Also vom Design her und von der Qualität finde ich die, vor allem im Vergleich zu vielen, vielen anderen Produkten in diesen Boxen echt nicht schlecht. Okay, passt mir sogar wie angegossen. Ja, das passt jetzt eher nicht zu mir, würde ich mal so behaupten. Und kleide mich gleich mal, weil ich das T-Shirt jetzt anziehen muss. Ah, es hat eine Größe M. Aber ihr werdet es ja trotzdem sehen können, wie das so aussieht. Okay. So eine M habe ich eigentlich schon lange nicht mehr. Ja, das ist aber auch von der Qualität nicht schlecht. Guckt mal hier. Sogar so ein kleiner Aufnäher an der Seite. Riecht neu, aber nicht schlimm. Wir finden hinten drin keinen Hersteller, nur ein M und das Skorpion-Logo. T-Shirt ist komplett unbedruckt, bis auf vorne das Bling Bling und das Skorpion im selben Farbton im Prinzip wie die Tasche. Okay, gucken wir uns das Ganze mal an. Ja, ich habe abgebaut, die Boss-Trafo geht bald los, wenn ich wieder gesund bin. Okay, na gut, das kann ich schon mal anziehen.
Das geht noch. Also es ist jetzt nicht immer so eng, dass ich sage, ja, das geht nicht mehr. Cool. So, einmal die Taschen und das Shirt. So, coole Sachen. Also ich finde es gar nicht mal so schlecht. Ja, auch das Design geht. Also feier ich. Die Box ist definitiv eine feine Sache. Gut, dann fassen wir mal alles zusammen. Wir haben natürlich einen Preis, der hoch ist. 55 Euro ist eine Menge Geld. Für Leute, die in die Schule gehen, Studenten, was auch immer, ist es teuer. Und das sind sicherlich die meisten Fans hier. Das ist keine negative Wertung, also ist halt so. So viel Geld muss man erstmal haben. Gut, wer braucht jetzt eine Vinyl? Ist halt die Frage, ich denke mal die wenigsten. Ja, dann gibt es ja auf jeden Fall diese coole Flagge, ordentliches Album mit Instrumentals, das Autogramm, Parfüm, eine Box an sich. Wie gesagt, Vinyl hat schon einen Wert, aber für die meisten halt nicht. T-Shirt und Tasche finde ich beide von der Qualität gut. T-Shirt ist auf jeden Fall gut so eine Note 2 ungefähr. Aber die Tasche, die ist schon ganz cool. Gerade auch mit den Reißverschlüssen und von dem Design her. Dann noch die Sticker. Also Box ist durchweg eigentlich solide. Aber halt trotzdem teuer. Muss man halt Fan sein, wenn man die wirklich haben will. Aber enttäuscht wird man auf jeden Fall nicht, das kann ich euch sagen. Ja, danke nochmal für die Box an Unbekannt und danke fürs Anschauen dieses Videos. Bestellt sie euch vor. Dies, das. Schönes Wochenende. Euer Max Sixtenberg.